Hallo liebe YouTube-Freunde, heute erfahrt ihr die Konstellation für den Monat Oktober 2019 und die Prophezeiung Nostradamus. Überschwemmungen, Stürme, Dürre und Erdbeben. Immer und immer wieder kommt von Nostradamus die Warnung vor diesen Katastrophen. Und wieder bekommen wir zu spüren, wie ernst es mit ihm war. In vielen seiner Zenturien prophezeit er sie, die großen Naturkatastrophen. Oft benutzt er dazu den Ausdruck als Unheil und Unglück, wobei er aber genau das meint, wovon er spricht, den Naturkatastrophen. Von der Gefahr, dass von den Menschen die Erde vernichtet wird. Doch die Erde wehrt sich und wir nennen das Klimawandel. Wir werden es im Oktober erkennen, wenn die Folgen des Wandels auf dramatische Art deutlich gemacht werden. Leider neigen die Menschen zu faulen Kompromissen, indem sie schönreden, die Augen vor der Gefahr verschließen und den Kopf in den Sand stecken. Und es wird gesagt, alles halb so schlimm. Propheten führen das große Wort. Dringendes wird aufgeschoben und die Gefahr wird verharmlost. Doch das ist keine Lösung. Hält man sich die Nostradamus-Prophezeiung vor Augen? Sterne und Planeten werden es uns deutlich zeigen, wie die Erde sich wehrt. Planet Mars steht in diesem Monat Oktober in der Waage. Und das bedeutet auf der einen Seite große Gefahr und auf der anderen Seite aber auch die Chance, dass noch alles glimpflich abläuft. Hier nun die Prophezeiung von Nostradamus. Und die lautet in seiner zweiten Zenturie im 18. Vers: Neuer und plötzlicher Regen, ungestüm und heftig, hält urplötzlich zwei Kriegsheere auf. Steine, Himmel und Feuer machen das Meer steinig. Plötzlich der Tod der Sieben von Erde und Meer. Zu Lebzeiten Nostradamus hätte das nichts weiter als die Prognose für das wetterbedingte Ende eines Feldzuges sein können. Aber die meisten seiner Zenturien waren auf die ferne Zukunft gerichtet. So sind wir beim heutigen Klimawandel. Nostradamus sah schon voraus, dass der Klimawandel und damit die Naturkatastrophen stärker sind als alles andere, was der Mensch mit seiner Technik aufbieten kann. So ist alles dem Untergang geweiht, Erde und Meer. Wenn die Menschen mit der Natur nicht Frieden schließen und sich versöhnen können. Bei dem Thema Klimawandel sind die Freudenfronten bereits verhärtet. So sind auf der einen Seite diejenigen, die Alarm schlagen und auf der anderen die, die alles verharmlosen. Doch wie bereits gesagt, gibt der Mars in der Waage auch die große Chance, mit der Konstellationsenergie diese verhärteten Fronten aufzuweichen. Man kann das Klima nur retten und die Natur bewahren, indem man gemeinsam mit Vernunft, Augenmaß und Überzeugung etwas dafür tut, jedoch nicht im Streit oder mit Aufgeregtheit. So wollen wir hoffen, dass dieser Monat dennoch ein wunderbarer, goldener Oktober wird und den genießt in vollen Zügen. Das wünscht euch eure Deria.